So, ein wunderschön. Ja, willkommen zurück zum regulären Mindclone Let's Play, das alle zwei Wochen stattfindet. Warum, weiß ich auch nicht. Ja, ich habe auch nochmal nachgeguckt. Sigil Doom kam immer noch nicht raus. Also ich hoffe, es kommt bis nächste Woche raus. Sonst müssen wir wieder ein Mindtest-Special machen. Nee, Spaß. Ich glaube, wenn nächste Woche Doom Sigil immer noch nicht rauskommen sollte, dann mache ich wieder mit Back to Saturn weiter. Ja. Bringt ja alles nicht. So, die ganze Kacke kann hier alles komplett weg. Brauche ich alles nicht mehr. Gut, ich meine, Projektionfrei hätte ich da lassen können. Ja, okay. Aber das andere brauche ich alles nicht. Du kannst auch erstmal weg. Da muss ich ja erstmal eure Kommentare abwarten, ob ihr lieber Vanilla weitermachen wollt oder mit Carpete weitermachen wollt. Ist aber alles egal. Wir machen heute auf jeden Fall Mindclone 2. So, müsste das funktionieren. No, mal gucken, wie alles online ist. Ich habe keine Ahnung. Nur doch, ein bisschen geht. Gott, auf meinem Vanilla-Server und auf dem neuen Server ist ganz schön was los. Ah, wir haben einen Besucher. Okay, wir waren gerade dabei, Tunnel auszubauen. Wir müssen ja genau bis auf Lava-Niveau vorstoßen. Das ist ja in meinem Klon zum Glück nicht so schwer wie bei meinem Test. Ja, unser kleines Hotel. So. Ja. Okay. Da würde ich mal sagen, Spitzhacke haben wir, Eisen haben wir auch. Oh Gott, ja doch, wir haben alles. Haben wir mal wieder so ungewohnt, hier mal wieder mit richtigen Servern zu arbeiten, wo man mal Materialien hat. Ja? Wo man Werkzeuge hat. Digga, das ist so ungewohnt. Vor allen Dingen, die kein Leck haben. Das ist ja noch das Allerschönste. So, jetzt überlegen, genau, die Reihe muss auch noch weg. Aber meine Stimme klingt halt irgendwie so total so labberig, irgendwie so, Sprechen verlernen. Oh ja, was soll's. Thanks. So, ist ja immer 3, soweit ich weiß. Genau, 3 hoch, das müsste dann genau 1:1. Ne, passt nicht. Wir haben ja eine Verschiebung um 1. Wo kommt die her? Was macht die hier? Hm. Hier ist eine Verschiebung drin. Bei dem Vanilla-Server, das ist ja 1:1 gerade. Da sind diese beiden Blöcke genau gleich mit den beiden Blöcken hier. Aber irgendwie haben wir hier ein etwas flacheres Dach, wie es scheint. Ne, höheres Dach. Eben. Normalerweise müsste hier nämlich ein Stein sein. Ist doch egal. Okay. Müssen wir also bedenken? Ich habe da so meine Bedenken. ja, müssen wir einfach vorsichtig sein. Damit wir hier. Oh my goodness. Oh my goodness. So, na komm her. So, wir brauchen eine neue Spitzhacke. Ah, jetzt kommt die Sonne richtig schön raus. Kann man mein Gesicht bewundern. Okay. Und wir haben eine Spitzhacke. Jetzt wird es gerade langsam dunkel. Ich hänge dann besser gleich mal zwei Fackeln auf. Welche Höhe? Okay. Passt ja. Wir können die genau dahin. Da. Dann passt das perfekt. 1:1. Ja, bin ich ja mal gespannt, wie lange wir noch brauchen, um jetzt hier auf Lava-Niveau vorzustoßen. Das Schöne ist ja, bei Mindclone ist halt die Welt wesentlich flacher als bei Mindtest Vanilla Lalila. Andererseits muss man natürlich auch dazu sagen, dafür hat man bei Mindtest mehr Vielfalt, weil ich meine,
Man kommt zwar hier schneller auf den Grund an. Das ist aber nicht nur ein Vorteil, sondern auch ein Nachteil natürlich. Das muss man auch dazu sagen. Deswegen finde ich das von meinem Test eigentlich tatsächlich wesentlich besser, dass man da ein bisschen mehr Spielraum hat nach unten hin. Ja, man möge meinem Rechner verzeihen, dass er ein bisschen aufheult. Er tut im Hintergrund was. Aber das Licht machen hier wieder. Da. Ja, von daher ist es in dem Sinne von Minecraft sowohl ein Segen, dass man nicht so weit baggern muss, als auch ein Fluch, dass man nicht so viel machen kann. Aber immer positiv denken, und das bedeutet, dass es bis jetzt in dem Fall ein Segen ist. Ich meine, bei dem Vanilla Let's Play, da ist ja sowieso erstmal, müssen wir sowieso erstmal wieder Bäume abschlagen etc., damit wir da unsere Kisten da aufbauen können, unsere Dwarf, wie auch immer man das ausspricht. Eisen! So, wir haben schon 6 Taler. Ich kann mal ganz kurz gucken, oder ich kann ja mal bald mal gucken, wie viele Taler wir eigentlich insgesamt haben. Da können wir uns nämlich vielleicht, wenn wir ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie teuer war nochmal Rüstung. Bei Rüstung war, glaube ich, ein einziges Teil 40 Taler, kann das sein? Dann muss ich da wahrscheinlich noch ein bisschen sparen. Es wird schon wieder dunkel hier. Gelobt das nicht. Oh, ich habe ihn nur auf der einen Seite gesetzt. Da muss noch eine Fackel hin. War das jetzt korrekt? Ach, die wird davor gepackt. Ah, schon wieder. Dann muss das dahin. Und hier auch. Und dann auch. Dankeschön. So. Knall ich erstmal mit meinen Beinen voll in den Tisch. Ich hoffe, ich mache mal, hat es gerade nicht gehört. Oder nicht als störend empfunden. Da ist noch eine Fackel. Ja, auch noch. Danke. So. Oh, Wasser. Wir haben einen Wassereinschluss. Nice. Wir sind auf Grundwasser gestoßen. Oh mein Gott. Baut eine Mine. Wir müssen alles weiträumig absperren. So. Na, ist bloß ein einmal ein Feld mit Wasser. So. Brauchen wir nicht. Was ist das Letzte, was ich jetzt gebrauchen könnte? Aber wisst ihr was, kommt natürlich, ich muss nicht alle hochkommen. Fuck you, fuck you. So. Und noch eine Eisenspitzhacke. Am besten brauche ich mir gleich mal 2. Muss mich erst jetzt daran gewöhnen, hier mit Rechtsklick zu arbeiten, mit diesem Langziehen. Da das ja bei den ganzen anderen Servern alles nicht ging. Da hat man schon geile Feature und dann verlernt man die, weil irgendwelche Server meint, das nicht anbieten zu müssen. Das ist echt traurig. Digga, wie muss ich jetzt bei jeder Stufe erstmal den Kopf stoßen? Habe ich eigentlich Cleanstone? Ja, ich habe einmal Cleanstone. Achso, dann wahrscheinlich, weil wir für die Platten hier eine gerade Zahl brauchten. Da ist wahrscheinlich einmal eins übrig geblieben oder so.
So. Bei den Fackeln bleibt auch eine übrig, weil haben wir jetzt auch eine gerade Zahl. Ist natürlich auch witzig. Ach Gott. So. Wie schnell es hier dunkel wird. Okay. Ernsthaft. Wir könnten doch mal ruhig mal auf eine Höhle oder sowas treffen, ja? Ist ja hier einfach nur ein Steingebagger. Wenigstens kriegen wir Taler. Einfach mal Erde, klar, warum auch nicht. Da. Dankeschön. So, okay. Hätten wir gleich mal wieder ein bisschen aufgeräumt. Hoffen wir jetzt für diesen grünen Zeug hier. Ey. Das ist eine richtige Ader. Was ist denn das nochmal? Andasit. Ah. Ja, das sieht aber anders. Ah, doch, mach ich. Das ist ein Licht hier. Langsam bekommt der Tunnel hier echt ein bisschen länger. Also. Nice. Ich habe immer noch keinen Plan, wie lang wir eigentlich, also wie tief wir eigentlich schon sind. So, das muss jetzt eine Flucht sein. Ja, ist es auch. Der schon. Okay. Was wir auch machen könnten, wir könnten mal hier eine abmachen, dann da eine abmachen, dann da. Das hat immer so im Zickzack-Leuchtung. Können wir mal gucken, wie das dann aussieht. Was soll ich jetzt gerade machen? Keine Ahnung. Haben wir Kisten? Ja. Bisschen Scheiß abladen hier. Kackgedöns, die sowieso keiner braucht. Okay. Ja. Warum bin ich doch gerade hochgegangen? Was wollte ich denn jetzt gerade machen?
Ach, ich wollte mir wahrscheinlich den Spitzhacken machen, obwohl wir einen dabei hatten. Ach, ich hätte die Gänseweste. Na gut, wenn ich schon mal hier bin, dann machen wir uns nochmal zwei. So, einer dahin und noch einer auf Reserve, damit wir nächstes Mal wieder hochgehen, obwohl wir zwei in der Tasche haben. Ach Gott, ich will sterben. So. Eine Eisenspitze. Oh komm, ja, das ist nicht. Das ist ja hier. Ist ja, kriegst ja. Okay. Was ist dem? Jetzt wollen wir noch eine Fackel aufstellen. Das war verpackt. Haben wir wirklich cool? Ja, haben wir. Kann ich noch ein kleines Mal ein paar Fackeln bauen hier? Nein, für die falsche Taste. Das hier. Genau. Ja, immer gibt. Kohle dürfen wir hier noch finden. Außerdem brauchen wir noch gerade keine Kohle. Eisen haben wir noch und Werkzeuge haben wir auch. Also, nee. Hä? Eisen für Werkzeuge haben wir und Essen haben wir auch. So. Oha. Oh, hier war schon. Oh, wir sind. Oh, wir sind. Oh. Wow. Okay. Das ist jetzt so nicht geplant, aber auch nicht weiter schlimm. Wir baggern uns erstmal einfach weiter und dann können wir später gucken, ob wir das irgendwie abzäunen. Also da diesen Eingang abzäunen oder ob wir es einfach tatsächlich so offen lassen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Hä? Was mache ich denn jetzt da? Ach, ich bin bescheuert. So. Ach, Alter. Oha. Ganz schön dunkel hier. So, meine ganze Erde hier wegmachen, wie auch immer die hier hingemacht hat. Wahrscheinlich als Abstieg. Oh, ja, no. Okay, also bis zum Lava haben wir noch eine ganze Menge vor uns. Oh Gott, da unten haben wir jetzt Lava. Ah, Hermination. Na gut, da brauchen wir sonst noch ein bisschen. Ah, halt, da. Wo jetzt? Also hier sind zwei, hier sind zwei. Dann kommen jetzt da die nächsten zwei. Da die nächsten zwei. Ich mache erstmal hier eine Fackel hin. Schon haben wir wieder Kohle. Digga, wie viel Kohle hier ist. Nice, eine richtige Ader. Dankeschön. So, jetzt schön in der Flucht bleiben. Das heißt, ich muss hier weiter. Zwei. So, genau. Zwei. Perfekt. Okay, gut. Dann können wir jetzt ab hier wieder wie gewohnt weitermachen. Oh, hier fehlen noch ein paar Steine. Wir sind noch nicht weiter. Die Frage. Ah, doch, genau so passt es. Okay. Gut, dann kommt jetzt hier ein Fackelchen hin. Oh, da kommt da Fackelchen hin.
Ferkelchen. Du kannst wieder ab. Genau, passt. Digga, das war Grafikfehler. Man sieht da quasi das Hotel durch, oder? Ja doch, dürfte das Hotel sein. Digga. Oha, jetzt ist richtig Grafikfehler. Nice. Oh, oh, ja, ich habe zu viel abgeschlagen, ich weiß. Aber super. Ah, nee, siehst du, an der Stelle war es gar nicht schlimm. Das war ja sowieso unsere Kopfstoßzone. Können wir wenigstens mal unsere vorgefertigten Spitzhacken einsetzen? Ist doch auch mal was Feines. Okay. Ah, Liga. Okay. Weiter in die Text. Ich muss auch langsam mal gucken, wie wir das hier mit den Dingern machen, weil allzu viel haben wir davon gar nicht mehr. Ich werde also am besten gleich mal hoch dackeln und dann noch ein paar Steine brennen, wobei, nee, noch haben wir. Noch ist alles gut. So. Wow. Ich höre was, neben uns. Und bei der Tiefe dürfte das eigentlich ein Monster sein. Achso, nein. Oder da oben ist ein Tier runter, durchgefallen. Von oben. Durchgefallen. Ey, wisst ihr, was ich meine? Ich bin echt gespannt, wie lange wir es noch brauchen. Ich meine, der Tunnel hat mittlerweile schon eine ganz schöne Länge, aber man hat ja gesehen, wie weit es noch runter geht bis zum Lava. Da werden wir definitiv noch ein bisschen brauchen, aber mit ein bisschen Glück schaffen wir es sogar in der Folge, den Durchbruch zu machen. Wobei ich jetzt gerade schon wieder gar nicht weiß, wann ich die Aufnahme überhaupt gestartet habe. Das ist natürlich eine super Voraussetzung, um Timing zu machen. Oder um Timing zu betreiben. Eisen! Eisenpopeisen. Sehr schön. Oh, gleich so viel. Und Schotter. Und noch mehr Eisen. Holy moly. Okay. Thank you.
Eisenschiff habe ich jetzt natürlich nicht gemacht. Das ist löblich, tatsächlich, extrem. Hä? Doch. Lass uns schon die Graveldinger verschwinden. Wie viel ist denn hier noch? Okay, ich geh jetzt mal hoch und mach nochmal eine neue Schippe. Hä? Wo sind wir jetzt? Ach, da. Okay, und die neue Spitzhacke. Oh mein Gott, Gold! Jetzt haben wir gleich sogar den perfekten Aufstieg. Okay. Apropos Aufstieg. Ach komm jetzt. Gut, dann machen wir also gleich mehrere Sachen. Erstens brennen wir gleich mal ein bisschen Gestein, damit wir wieder ein paar Platten bauen können. Die kommen ziemlich langsam, aber sicher aus. Da brauchen wir 2, 3, 50 Spitzhacken und ein bisschen eine Schippe. Okay, Kiste Nummer 1 wird langsam voll. The question is, schmeiße ich den restlichen Stein einfach weg oder machen wir jetzt noch eine Kiste? Ich bin fürs Weiteres. Wir machen uns noch eine Kiste. Das heißt, wir brauchen eine Kiste. Ach, wieder schön mit Rechtsklick arbeiten zu können. Das ist so angenehm. Du kommst da hin. Da kommt der ganze Kack rein. Die ganzen Plunder, die keiner braucht. So. Jetzt brauchen wir... Wow. Ach, siehst du, wir haben sogar Stein auf Vorrat. Das ist natürlich nice. Okay, gut, dann fällt das schon mal weg. Sehr schön, dann können wir gleich die Spitzhacken bauen und dann sind wir schon quasi schon fertig mit dem, was wir hier oben vorhaben. Zwei sollten erstmal wieder reichen. Ach, siehst du, ich hätte gleich noch hier Schippe machen können. So. Da dann, da dann. Und das braucht. Achso, ja, genau. Brauchen wir ja auch hier. Hä? Achso. Das ist natürlich jetzt ein bisschen Bullshit. Ah, okay. Na gut. Bleibt wieder für übrig. Siehst du, hätten wir die Scheife von aufgehoben, hätten wir jetzt drei gehabt, ist der Achleck, geht doch am Arsch. Okay, gut. Wir haben 48 Platten, das reicht mal wieder ein bisschen. Das sollte auch bis nach ganz unten reichen. Ja, doch, locker, das reicht locker bis ganz unten. So viel hätten wir gar nicht gebraucht. Obwohl doch, wir müssen ja die Platten nur noch in die Breite bauen. Die sollen ja immer drei breit sein und nicht nur ein breit. Ne? Okay, ich würde mal sagen, dann mache ich erstmal die Aufnahme Feierabend und dann weiter geht's in der nächsten Folge. Keine Ahnung, wie lange jetzt die Aufnahme geht. Gerade viel zu kurz. Schau mal vor.